meine Lieben, hier ist eure Jenna von DSDS. Heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Video für euch. Und zwar habe ich die Fananrufe zu einem Video geschnitten. Und hier könnt ihr eure lustigsten und schönsten Fananrufe von mir sehen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und vielleicht erkennt ihr ja selber eure eigenen Stimmen wieder. Und ja, habt viel Spaß mit dem Video. Hallo? Hi, hier ist die Jana von DSDS. Mein Gott! Wie geht's dir? Gut, warte, ich muss mein Handy kurz anschließen. Mein Handy noch 5%, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ich war noch unterwegs und hast mich, glaube ich, schon mal angerufen. Echt? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich noch schon mal eine private Nummer angerufen. Ja, das kann sein, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Geht's dir gut? Ja. Ja, warst du gerade in der Schule, oder? Nee, ich hatte heute frei wegen Elternsprechtag. Oh, Elternsprechtag. Bist du Wie war denn gut ich in jetzt? der Schule? Geht so mittelmäßig. Hier von Du den meinst. bei der SS in den Live-Shows war, mit wem hast du dich am besten verstanden? Ich habe mich ehrlich mit allen eigentlich ganz gut verstanden. Also die Alicia war wie meine große Schwester für mich. Der Darwin war einfach super, super lustig. Und Nick war einfach wie so ein Familienpapa, der auf uns alle aufgepasst hat. Ja, ich habe ja auch eine Fanpage für Jonas. Ja, Jonas ist auch richtig, richtig lieb. Schade, dass er so früh rausgeflogen ist. Ja, also ich habe halt von meiner Tante, der Freund, der arbeitet in so einem Restaurant, wo Jonas immer oft essen geht. Und dadurch kennen die Jonas und deswegen sehe ich den im Sommer, wenn ich zu meiner Tante fahre. Ah, cool. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du ihn mal triffst. Ja, freue ich mich schon total drauf. Cool. Hi Arthur, hier ist die Joanna von Oha. DSDS. Hi. Alles klar? Ja, und bei dir? Immer. Alles gut Alles sonst? klar. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass du mich anrufst. Ach doch, ich versuche auf jeden Fall alle anzurufen, ne? Und deine Nummer war auf jeden Fall dabei bei den ersten Leuten. Oha, ich freue mich. Ich freue mich echt. Ich bin voll sprachlos gerade. Bist du gerade von der Arbeit gekommen? Von der Schule. Ah, von der Schule, okay. Genau, ich gehe in die 11. In die 11. Klasse, cool. Und von wo kommst du? Ich komme in der Nähe von Stuttgart. Cool, Stuttgart ist geil. Hier ist die Joanna. Freut mich, dass ich dir dann, dass du mir deine Nummer geschickt hast. Geht's dir gut? Ja. Was machst du Ja. gerade? Ja, ich bin gerade von der Schule und jetzt habe ich halt ein bisschen so auf YouTube geguckt und dann muss ich halt noch gleich meine Hausaufgaben machen. Oh, schön, ja, das ist wichtig. Hausaufgaben machen, das ist immer wichtig. Und wie alt bist du? Ich bin 12. Oh, süß. Kommst du hier auch aus Gronau oder von wo kommst du? Nee, ich komme aus Berlin. Cool. Ja, ich Geil. komme aus Berlin. Ja, weil ich bin im 6. Monat auch kurzfristig mal in Berlin. Vielleicht kann man sich ja dort mal dann sehen, ne? Hallo? Hi, hier ist die Joanna, wie geht's dir? Von wo kommst du? Hallo? Hallo? Von wo kommst du? Von Regensburg. Und wo ist das genau? Also in Bayern, Oberpfalz. Ah, cool. Ich habe nämlich auch Verwandtschaft in der Nähe, in Augsburg. Cool. Ja. Oh mein Gott. Oh, ich freue mich so. Wie alt bist du? Wie bitte? Wie alt bist du? 12. Oh, süß. Sonst, wie geht's dir? Sehr gut. Also, ich bin gerade in der Schule und wir haben gerade Kurs. Meine Freunde, die freuen sich auch gerade irgendwie für mich. Ah, die kriegen,
Deine ganze Klasse ist wahrscheinlich gerade neben dir, oder? Nein, also nur zwei. Also meine beste Freundinnen. Ach cool, okay, dann stell dir nochmal schöne Grüße. Okay, danke schön, dass du mich angerufen hast. Kein Problem, süß, ich habe eine Frage. Ja? Und zwar nehme ich immer die Telefonate auf. Dürfte ich das dann reintun? Ja, natürlich. Kein Problem. Okay, cool. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und hab viel Spaß im Kunstunterricht. Okay, danke dir auch. Tschüss. Ciao. Wie geht's dir? Oh mein Gott. Nein. Doch. Ehrlich? Ja, ehrlich jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh. Oh mein Gott. Alles gut? Alles gut bei dir? Ja, alles gut, danke. Von wo kommst du? Nähe Münster. Echt? Cool, dann sind Wo ja kommst du paar. eigentlich her? Gronau. Gronau? Habe ich noch nie Ja, gehört. das ist nur eine halbe Stunde von dir entfernt. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. Cool, dann sind wir wie Nachbarn. Ich hab das meinen Freunden erzählt, dass ich dir meine Nummer geschickt habe und die haben gesagt, nein, nie im Leben ruft die dich an. Und ich so, oh, das wäre so toll, ich würde einen Heulkrampf kriegen. Oh, ja, auf jeden Fall können Sie das jetzt immer sehen. Was ich dir auch so sagen wollte, ist, das Gespräch wird jetzt aufgenommen. Und dann tue Ja. ich das im Internet ran, wenn es dir nichts ausmacht, natürlich. Dann kannst du das auch gerne nochmal anschauen und deine Freunde könnten dann auch wirklich sehen, dass ich dich auch angerufen habe. Oh mein Gott, ich weiß noch, im Finale, da habe ich 25 Mal für dich angerufen. Danke schön. Unglaublich. Machst du gerade zur Zeit Schule oder arbeitest du? Ich bin noch in der Schule. Ah, cool. 9. Klasse jetzt. Da, dann hast du ja auch schon fast geschafft, nur noch ein Jahr. Ja. Ich habe schon so gesagt, weil du wolltest ja Krankenschwester machen, dann irgendwann, wenn ich was habe, dann komme ich zu dir ins Krankenhaus. Cool. Ja, dann könnt du und der Dieter auf jeden Fall zusammenkommen. Stimmt, hat er ja auch gesagt. Genau. Verbunden mit der Vodafone-Mailbox von. Schade, lieber Stefan. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber du bist nicht dran gegangen. Egal, vielleicht ein andermal. Der Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Meine Fans sind ganz schön beschäftigt. Alle sehr fleißig. Entweder sind sie in der Schule oder sind am Arbeiten und deswegen gehen sie nicht dran. Oder sie wollen nicht mit mir reden. Hallo, liebe Leonie. Ich bin's, Jenna von DSDS. Ja, wirklich. Also, es ist jetzt keine Verarsche. Doch, doch. Ja, wirklich. Ich verarsche dich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ui. Da freut sich aber Adri, Hi, hier ist die Jana von DSDS. Hallo? Hi. Nachricht gesendet. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiedersehen. Leute, wieso macht ihr solche Mobilboxen, ey? Da ist ein Mädchen gewesen, die sagt einfach Hallo, Hallo. Und ich sag so, hi, hi, hier ist Joanna von DSDS. Und dann ganz zum Schluss höre ich nur, bitte Nachricht nach dem Piep. Ich hoffe, ich störe gerade nicht, bist mit Freunden Nein, draußen. nein, nein, alleine. Ach so, okay. Und Ja. sonst, und wie geht's weiter mit deiner Gesangskarriere? Also, es ist gerade einiges so in Planung. Ich habe so ein paar Überraschungen für alle vorbereitet, die jetzt bald enthüllt werden, aber das dauert noch ein bisschen. Und ja, Fantreffen gibt es auf jeden Fall auch noch. Wenn du in Berlin bist, dann musst du in Berlin ein Treffen machen. Ja, auf jeden Fall.
Hi, hier ist die Jana von DSDS. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut, danke. Wie heißt du? Oh, ist wirklich Jana? Ja, ich bin wirklich Jana. Oh, oh mein Gott, ich bin der Sergen. Hallo. Hi. Oh mein Gott. Ich habe dich wirklich immer bei DSDS unterstützt und habe dich immer wirklich angerufen. War es echt unglaublich. Oh, danke schön. Ja. Richtig süß von dir. Ja, ich hoffe, du machst weiter mit der Musik. Ich mache auf jeden Fall, versprochen, weiter mit der Musik ja. Und ihr werdet auf jeden Fall noch was von mir hören. Dauert zwar noch ein bisschen, aber es dauert. Ja, ich hoffe, dass wir weiterhin von dir was hören werden. Ja, auf jeden Fall. Und ich plane auch ein paar Fantreffen noch. Ja? Die jetzt bald anstehen. Ja, mal gucken. Okay. Von wo kommst du? Ich komme von Berlin. Geil. Hallo? Leute, was soll das? Wieso legst du denn auf? Der will nicht mit mir reden, der hat Angst bekommen. Donner ist das. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ich bin's, die Jana von DSDS. Hi! Hey, was geht? Nix, bei dir? Ach, Texte schreiben, warte mal. Cool. Von wo kommst du? Paderborn. Echt? Meine Tante kommt auch aus Paderborn. Ja, Jana. Ja? Das ist so schade, dass du rausgeschmissen worden bist, ne? Ja, aber kann man nichts machen. Ich bin trotzdem glücklich. Glaubst du mir? Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Oh, tut mir leid. Aber mein Vater hat gesagt, für Aramens, das ist schlimm. Ach, Lan. Ja, sonst alles klar? Ja, bei mir läuft alles gut. Und bei dir? Ja, Anna. Ja. Wie heißt das? Dein Vater, ne? Ja. Also, egal, scheiß drauf jetzt, das hat jetzt nichts damit zu tun. Also, wir kennen, also, mein Freund hat bei den angerufen, der Idiot. Ja. Wie, er hat bei meinem Papa angerufen? Der ist Typhoon, ne? Und der wohnt in Kronau und der da kommt, also, der kennt voll viele, also Christian G's und so. Okay. Und danach dachte er, das wäre deine Nummer, auf einmal geht dann der dran. Liebe Vanessa, jetzt bist du dran. Hallo? Hallo? Hi, spreche ich da mit der Vanessa? Ja, oh mein Gott! Hier ist die Jana, wie geht's dir? Alles gut? Ja. Ja? Hattest du gerade Schule? Ja, ich fahre gerade nach Hause. Ach so, okay. Dann pass schön auf dem Schulweg auf, dass du nicht noch Unfall baust oder so, ne? Also. Ja, ich habe angehalten. Erzähl mal, wie geht's dir? Jetzt super gut. Ja? Ja. Gut, hast du denn irgendwelche Fragen oder würdest du gerne irgendwas wissen wollen? Ja, ob du irgendwann ein Fan-Treffen machst vielleicht? Ja, ein Fan-Treffen ist auf jeden Fall schon geplant, aber wann das genau ist, dann sag ich euch noch früh genug Bescheid. Okay. Ja. Und sonst? Ja, sonst alles gut bei mir. Und bei dir so? Ja, ganz gut. Und wo wohnst du? In Bremen. In Bremen? Ach, ja. Schön. Also ich komme. Echt? Wenn du Ferntreffen machst, machst du in deiner Stadt? Ja, genau, in meiner Stadt wahrscheinlich dann. Ich komme.
Ja, komm, ich würde mich freuen. Wenn ich 8 Stunden fahre oder 10 oder keine Ahnung viel. Süß. Siehst du, ich nehme das gerade nämlich alles auf, die Telefonate. Und ich freue mich. Nein, alles gut. Und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich das dann später gerne reinstellen. Aber nur, wenn du das möchtest. Also, wenn du es nicht möchtest, dann tue ich das nicht rein. Nee, alles gut, kannst du machen. Okay, danke dir. Okay, ich muss dann jetzt leider schon wieder auflegen, weil sonst schaffe ich die anderen leider nicht. Und die anderen wollen bestimmt auch noch, dass ich sie anrufe. Ja, natürlich. Und es war richtig, aber wie du das Video für meinen kleinen Bruder gemacht hast. Ah, ich hoffe, er hat sich gefreut. Ja, er hat mich mega gefreut. Ja, das freut mich auf jeden Fall, wenn er sich gefreut hat. Dann weiß ich, ich habe ihn glücklich gemacht. Ja, natürlich. Ich hoffe auch, dass meine Fanpost endlich mal ankommt. Ja, ich weiß. Viele Fanposts kommen gar nicht an. Das ist voll traurig. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht kommen die ja noch an. Ja, die muss irgendwie in Köln sein. Ja, vielleicht kriege ich dir ja noch alle zugeschickt von DSDS. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Okay, meine Süße, ich muss jetzt auflegen, ja? Ja, vielen Dank. Bis dann, hab einen schönen Tag. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ciao. Tschüss. Oh, süß. Hallo? Hallo, spreche ich mit dem Kian? Ja. Hier ist die Jenna. Oh mein Gott, hi. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Ach, danke. Was machst du denn gerade? Ich spiele mit deinem Freund PlayStation. Ah, cool. Welches Spiel? Fortnite. Fortnite? Das spielt mein Cousin auch immer. Ach ja. Was machst du so? Ach, nix. Ich mache gerade so die Anrufe und rede mit... Schwester ist auch ein großer Fan von dir und die möchte auch gerne mit dir sprechen. Ja, hol sie gern ans Telefon. Ja. Hallo? Hi! Hallo, Joanna. Wie geht's? Gut. Gut? Ja. Hast du einen schönen Tag? Ja. Ja? Von Joanna Kessenschi zu sein. Oh. Und ich werde auf jeden Fall immer hinter dir stehen, egal was passiert. Und ich danke dir für deine Musik und dass du dir so viel Zeit für deine Fans nimmst. Das ist auch nicht selbstverständlich und ich hab dich ganz so lieb. Oh, ich hab dich und, auch lieb, danke. Danke dir auch, dass du dir halt diese Zeit nimmst für uns. Ach, danke schön. Okay, gerne. Ich muss jetzt leider auflegen, weil sonst schaffe ich die anderen Telefonate nicht. Aber war schön, Tag. Mit dir zu sprechen. Ja, war auch schön, mit dir zu sprechen. Ciao. Tschüss. Hallo? Hallo? Oh, endlich! Endlich! Hallo! Hi, wie heißt du? Wie geht's? Endlich, ey! Hat schon endlich geklappt, ey! Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's auch sehr prächtig, ey! Dass ich mich erreicht habe, super! Wirklich! Du. Bitte. Ach. Oh, ich hab schon ganz gute Laune, ey, wirklich. Ja, glaube ich dir. Dankeschön. Wie geht's dir? Geht's. Ja, mir geht's ganz gut. Und dir? Mir geht's einfach nur fantastisch. Ja. Das freut mich. Das freut mich. Und was machst du? Ja, ich bin gerade zu Hause, Hausaufgaben und so. Ach so, wie alt bist du? Ich bin 16, ich werde 17. In anderthalb Wochen. Ja. Du hast immer ganz viele Kommentare unter meinen Fotos und Videos geteilt, ne? Bitte? Du schreibst immer ganz viele Kommentare unter meine Videos, ne? Ich dir, ich höre. Oh, ich weiß nicht, aber ich denk nur an dich, ey, wirklich. Ich weiß nicht, warum. Oh, süß. Cool. Ich bin auf jeden Fall happy, dass ich solche Fans habe wie du. Dankeschön, ey, wirklich. So, meine Lieben, das war es auch schon mit dem Anrufvideo, mit den ganzen Fans.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Bitte, bitte seid mir nicht böse, wenn ein paar Sachen rausgeschnitten worden sind. Ich wollte nicht alles mit reinschneiden, weil einfach ein paar Fans mir private Sachen erzählt haben und das wollten die wahrscheinlich nicht drin haben. Und ja, ich habe echt mega Spaß gehabt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das Video so findet und ob ich noch so ein Video machen soll. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag.